Gute Nacht und guten Morgen für euch alle. Nummer 439. Heute ist schon Sonnabend ganz, ganz früh, beziehungsweise mitten in der Nacht, der 19. Juni 2021. Es sind ja diese Nächte, diese immer kürzer werdenden Nächte in diesem Frühling, der so heiß ausklingt wie selten. Ja? Und man sehnt sich nach Kühle, nach Wasser. Wer das erfunden hat, der müsste nachträglich noch den Nobelpreis bekommen für Geologie. Und diese kürzer werdenden Nächte verleiten natürlich dazu, gar nicht mehr zu schlafen. Ja? Ich hatte gestern Vorstellungen im Amphitheater in Senftenberg und das war ganz herrlich, dann noch in den See zu springen und zu baden. Und als ich aus dem Auto gestiegen bin, dann hier in Dresden am Elbhang, da hörte ich noch Stimmen und die Nachbarn saßen noch da und es gab noch Wein. Ja, so ist das in solchen Nächten. Und jetzt gibt es aber trotzdem den dritten Teil von der, ich sage jetzt mal, berühmten Juni-Ballade von Erich Arendt. Und ich habe euch ja versprochen, noch was über Erich Arendt zu erzählen. Und das ist tatsächlich ein ganz besonderer Mensch gewesen, der 1903 geboren, schon nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, Gedichte geschrieben hat, veröffentlicht hat, von Johannes Erbecher abgekanzelt wurde. Man muss es mal so sagen. Erich Arendt, damals schon KPD-Mitglied, hat dann aufgehört zu schreiben erstmal, Gott sei Dank nicht für immer, und zwar nicht auf das Geheiß von Johannes Erbecher, aber dazu ein andermal, und ist dann Gott sei Dank entkommen in die Schweiz, seine Frau auch, ist ihm hinterhergekommen, und er hat am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen als Reporter, musste dann nach Frankreich fliehen, und ist dann aus dem Internierungslager, aus dem französischen Internierungslager, als dann Frankreich besetzt wurde, auch nach Kolumbien entkommen und hat die Sprachen alle schon gesprochen, also Französisch und Spanisch. Und hat auch dort im spanischen Kolumbien geschrieben und ist erst 1950 zurückgekommen und hat sich tatsächlich in der DDR angesiedelt. Aber, das muss man so sagen, sie haben seine Kraft nicht genutzt. Dieser kleine zänkische Staat hat seine Kraft nicht genutzt. Und eine ganz schöne Geschichte gibt es noch hinterher. Der Peter Huchel, von dem ich ja auch hier schon einige Sachen gelesen habe, der ist ja in die Bundesrepublik ausgereist 1971 und in seiner Wohnung in Wilhelmshorst, in seinem Haus in Wilhelmshorst, hat Erich Arendt dann bis zu seinem Tod 1984 gelebt. Ja, so hat sich der Schriftsteller-Lyriker-Kreis wieder geschlossen. Jetzt gibt es den herrlichen dritten Teil seines Gedichtes der Juni-Ballade aus einem Gedichtband von 1957, Gesang der sieben Inseln. Er war tatsächlich eben auch in Mallorca nach der Flucht aus der Schweiz und daher seine Liebe zum Meer, auf alle Fälle. In Kolumbien wurde das natürlich dann nur noch bestärkt. Wenn ihr euch nicht mehr an Teil 1 und 2 von der Juni-Ballade erinnern könnt, könnt ihr einfach nachhören nochmal. Erich Arendt, Juni-Ballade, Teil 3. Noch aber bräunt der Leib des Sandes einem Sommer zu, wenn der weiße Keil des Himmels die Erde spaltet und für Same und Staub das schwarze Seufzen der Nacht kommt. Liebende. Liebe.
Bände. Unter hallenden Sternen die Vertrautheit der Leiber wie Garben reift. Schon sinkt des Himmels Kühle dir ans Herz, und vom Hals die Rosen nimmt errötende Wolken, Muscheln die Hand der scheidenden, nachtwärts schaudernde Göttin. Und blau aus den Büschen blinken die Fliegeraugen Schagalls. Und der im goldenen Arm des Kornfelds lag, ihm öffnet sich im Purpurdunkel deiner Gärten dem Mondwanderer der Schoß der Rosen. Vor seinem ungetreuen Lächeln nachtschwerer Duft vom nixengrünen Weiher. Und in den Schlaf von Gras und Baum, Perlen weißen Schluchzens, verschüttend der Silberfaden des Himmels reißt, und für eine Weile schweigt das Liebeslied der Nachtigall. Hörst du mehr die wandernde Stille der Nacht? Schöner kann man das nicht erzählen. Wirklich nicht. Ich wünsche euch einen schönen Morgen oder noch weiter eine schöne kurze Nacht. Bis heute. Wir hören uns nochmal.